Der sieht schon sehr cool aus. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt der DLC. Finde ich auch schön, wie das einfach so überfließend im Spiel ist, ohne dass man nochmal speziell was auswählen muss. Wie es hier gerade aussieht, so grau mit Orange, finde ich auch ganz schön. Ja, ich würde sagen, dann spielen wir jetzt den DLC. Man kann sich auf jeden Fall so aufladen. Und dann kann man so Gegners, ich weiß nicht, infizieren? Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Auf jeden Fall frisst man hier auch mit der Mitte, wie man das gerade gesehen hat. Njam, njam, njam. Ist ähnlich wie mit der Qualle. Okay, wir können auf jeden Fall so Gegner infizieren. Ich denke mal, die werden dann lahm oder so. Oder schwimmen die in uns rein dann von sich selbst? Ja doch, ich glaube, die schwimmen dann in unsere Richtung, so wie es aussieht. Das ist natürlich praktisch. Auf jeden Fall, hier nehmen wir natürlich alle mit, damit wir schon mal schön groß werden. Sieht auch sehr zierlich aus im Gegensatz zu den anderen irgendwie. Also so kleine Teile und so, die anderen standen mehr so aus größeren Teilen. Jetzt ist es nicht mehr zierlich, aber am Anfang war es zierlich. So richtig dünne Striche und so. Hier auch wieder schön dieses Zeug im Wasser zu sehen, was wir auch, mit dem wir auch interagieren können so ein bisschen. Weil wir schieben das so vor uns her. Finde ich cool. So. Nam, 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 nam. Voll süß, wie dann so der Mund von den Dingern geht. Na. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Wie sich da der Mund bewegt, das ist mega süß. Doch, kommt alle her. Ja, auf jeden Fall sind die ein bisschen betäubt danach. Und den nehme ich doch gerne mit, den Orangenen hier. Du frisst hier mal gar nichts von mir, lieber Mann. Musste mal gerade ein kleiner Rülps raus. Ah, jetzt sind wir schneller. Aber extrem schneller durch die nächste Stufe, sag ich jetzt mal. Ups, jetzt bin ich aufgetaucht. Wo ist der Rote? Da ist der Rote. Das ist schon, merkt man schon extrem den Geschwindigkeitsunterschied. Können wir die damit auch aus der Tarnung holen? Ich glaube, wir können... unten geschwommen. Nosen! Wo ist blau? Lass mich in Ruhe. Da ist blau. Da oben waren ja noch ein paar Gegner. Wo seid ihr? Da seid ihr. Tschung! Aber das ist schon fix hier. Wie gesagt, das hier ist der DLC. Ja, weiß ich nicht, 3 Euro oder 2,50 oder so oder 3,50. Mir hat er gefallen für das Geld. Ich hatte zwar am Anfang ein bisschen Angst, dass es halt wirklich nur nur dieses Fotografieren-Feature ist, was noch nicht mal wirklich Fotografieren ist, sondern so ein Freezen vom Bild irgendwie. Wenn es halt wirklich nur das gewesen wäre, dann hätte es sich überhaupt nicht gelohnt, das Geld dafür. Ich muss den letzten essen. Dankeschön. Weg. Es hört sich ein bisschen so an. Oh, die sind voll süß. Sieht so aus, als ob die einen Bauchnabel haben und dann nochmal irgendwas unterm Bauch und dann so zwei ein Schwänzchen und. Die sehen süß aus. Und zwei so Antennen. Das war's hier. Ich war eben gerade irgendwas von dem DLC am Quatschen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Also der ist im Gegensatz zu... Fuck. Im Gegensatz zu den anderen Kreaturen, die wir hier hatten, schon sehr OP.
So im Vergleich zu den nicht in den blauen, zu den anderen Kreaturen, die hier rumschwirren. Weil zum Beispiel, wir können halt einfach diesen Block von dem Typen hier können wir einfach durchschwimmen. Bam. Was ist das? Ja, ich muss nur einen roten, da ist er schon. So, was haben wir hier? Du bist direkt erstmal tot, ne? So. Gibt's nichts mehr her, das ist natürlich nicht so schön. Nom 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 nom. Wir werden immer schneller, je größer wir werden. Also das habe ich so extrem bei den anderen Kreaturen nicht gesehen. Und unten ist ganz viel ist da los. Schwimmen wir mal direkt runter. Schon direkt aufladen und bam. Alles auffressen. Das sind diese Wale. Das ist mir vor allem bei dem Wal aufgefallen, dass der Bildausschnitt sehr klein war. Nom 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 nom. Ich finde auch schön, wie die so miteinander so tanzen. Oh, jetzt bin ich schon wieder in Blaues reingeflogen. Geschwommen. Ich sag mal fliegen, ey. Jo. Hab ich dich da? Wie hab ich dich? So. Ich glaube, das waren alle. Den gelben nehmen wir noch mit. Oder orange. Schon sehr schnell gerade. So. Und eins weiter nach unten. Na. Nom nom nom. Ich finde das so süß. So, haben wir hier noch irgendwas? Oder ist das einfach nur so ein Zwischending? Hier ist wirklich nichts. Na gut, warum auch immer. Nicht in den blauen. Oh. Halt auf. Die sind böse. Die sind ganz schön böse. Holla die Waldfee. Am besten dann immer schon direkt wieder aufladen. Einer nach dem anderen. Fuck. Die machen mich tot. Das tut mir leid. Ich muss jetzt irgendwie, da unten schwirrt noch ein bisschen Zeug rum. Das fresse ich jetzt direkt. Ja. Schalten wäre auch eine Idee. Muss den töten. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich das Zeug rausgeschleudert. Das war jetzt ein bisschen doof von mir, aber gut, weil ich habe nämlich erst irgendwas riecht hier komisch. Da bist du. Ich habe nämlich erst das orange Ding gefressen, anstatt die Gegner zu fressen, weil die Orangenen machen mir ja nichts. So. War das hier alles? Soll das alles sein? Soll das alles sein? Ich glaube, das war alles. Dich lasse ich mal hier. Fum! Fum! Irgendwas hat mich gerade angenascht. Nein, ihr hört auf, mich alle anzugreifen.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich so dadurch schützen kann. Das wär's natürlich, ne? Dass sie dann so abprallen quasi, weil es zieht sich ja so zusammen. Was ist hier los? Nein! Ich will doch gar nicht nach oben. Fressen wir hier gerade noch den kleinen Scheiß auf. So, wo ist der Rote? Da ist der Rote. Chris! Ah, danke schön. So. Das ist wieder der letzte. Das wäre natürlich der Oberburner. So, da unten sehe ich schon wieder irgendwas Großes rumschwirren. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich glaube, das war's hier. Das ist nur der Rote, der Blaue und ein so ein Schwipsch. Schwipsch! So, wo ist der Rote? Ach, ne, komm, den nehmen wir gerade mit. Ich glaube echt, dass das so ist. Dass der uns da nicht angreifen... Ups. Zieh ich zusammen, Alter. Dass der uns nicht angreifen kann, wenn wir uns zusammenziehen. Super nice. Oh, jetzt sind wir über mega cool. Ich wollte doch noch gar nicht das Essen. Ich will doch hier erstmal noch Kleinscheiß zu mir nehmen. Also irgendwas, was von draußen kommt, riecht hier irgendwie merkwürdig. So. Sind wir im schwarzen Bereich. Das ist wieder nur so ein Übergangsding hier anscheinend. So, da unten ist was Großes, was uns betäuben kann, was nicht so geil ist. Aber wir machen einfach genau das, was wir eben auch gemacht haben. Zieh dich zusammen. Hallo. Nee. Ah, jetzt bin ich... Nein, friss mich nicht auf. Irgendwie will der nicht immer das, was ich will. So. Das war schön. Wir waren zwar, glaube ich, wieder kurz vorm Ende. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Ja, erstmal wieder hier ein bisschen Leben einhauchen, ne? Nicht haben. Aber hier den kleinen hier nehme ich. So. Nehme ich ihn hier auch noch. Nam, 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 nam. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ja. So. Wo ist der Rote? Der war doch eben gerade noch hier. Da bist du. Okay, hier ist Aufladungsgedöns. Da unten geht's ab, so wie es aussieht. Richtig heftig. Ah, ich glaube, die da unten sind doch nicht so ganz... Sind wir doch nicht so ganz OP, wie wir eigentlich denken, im Gegensatz zu diesen Dingern da. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wirklich OP sind wir jetzt auch nicht, hat man eben gesehen, weil ich schon mehrmals nach oben geschwommen bin. Wie ging das denn nochmal? Ich glaube, wir mussten einfach nur diese Trennstellen kaputt machen.
Ja. Irgendwie sowas war das. Ja, doch, das geht eigentlich. Ich dachte, es wäre schwieriger. So, erstmal wieder ein bisschen Nahrung zu uns nehmen, weil ich weiß nicht, ob uns diese Spitzen, ob uns die wehtun. Wollen wir auch noch haben. Bisschen aufladen hier noch. Also so ganz das letzte Level ist es noch nicht. Das ist hier ähnlich gehalten wie bei Flower. Jetzt wisst ihr vielleicht noch... Vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Okay. Dann ab nach unten. Oh, das sind so Mini-Teile. Also das, was wir eben hatten im Mini... Das ist natürlich ätzend, wenn man die nicht so gut sieht. Ein Auto, ein Auto. Hey, warum schwimmen die weg? Guck mal her. Pfui! Ich mag das Geräusch von denen nicht. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Dieses Pfui! Mir mal weg hier. Also manchmal, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Manchmal will der sich nicht zusammenziehen irgendwie. Ich dachte gerade, ich hätte den Roten gefressen. Ich hätte das noch ganz cool gefunden, wenn man bei dem Auf- und Abtauchen-Teil noch eine zusätzliche Taste hätte drücken müssen irgendwie. Weil man fliegt hier so oft da rein und ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir haben hier alles. Na, ich hoffe einfach mal, dass wir alles haben. Und das blendet hier gerade sehr. Ah, das war schon der Kern. War das der Kern? Ja, es war der Kern. Tatsache. Ich nenne es mal Kern. So. Und jetzt sind wir im letzten Level. Dieses letzte Level ist aber kein richtiges Level, sondern die Credits, natürlich. Und man kann hier halt alles schön aufreißen. Sony Computer Entertainment America Inc. Und das ist halt auch wie bei Flower, dass man... die Blumen aufgemacht hat und dann sind da dann die Entwickler so rausgeschwoben, so. Designed and created by That Game Company. Natürlich spielen wir das jetzt hier auch noch. Hier gibt's keine Gegner. Ich werde jetzt hier auch nicht alle vorlesen. Au gui. Weil ich auch keine Ahnung habe, wie hier teilweise die Namen ausgesprochen werden. Kann auch ein bisschen schneller machen, wenn ich da nicht alles verfehle. Finde ich auch sehr schön, hier mit diesen Kreisen irgendwie ineinander.
Und wenn man hier alle Sachen ein... Also wenn man die alle auffrisst, dann kriegt man auch noch eine Trophäe. Special Thanks. Ich finde das voll cool irgendwie, zu sehen, wie viele Leute an so einem Spiel mitgearbeitet haben. Weil es ist ja jetzt nicht so mega riesig irgendwie. Das ist schon interessant. Ach, guck mal, was machst du denn hier? Flap. Ich dachte, hier wird es gar keine Gegner irgendwie geben. Also was heißt Gegner? Das war jetzt nur so ein Ding, was hier rumgeschwommen ist. Fand ich aber ein bisschen komisch. Ich habe keine Ahnung, warum ich... Bei Flower habe ich auch immer R2 gedrückt. Ich drücke hier immer R2. Ich kann jede andere Taste drücken, aber ich drücke immer R2. Ich weiß nicht warum. Das ist hier schön mit dem Grün. Das gefällt mir. So, da unten haben wir gleich noch was zum Lesen, so wie das aussieht. Wofür ich wahrscheinlich zu langsam bin. Ah. Ach, das ist auch noch nur Spökes. Also nichts an uns gerichtet. www.thatgamecompany.com. Und da ist der nächste Kern. Und das ist so schön hier unten. Oh, ich mag das. Wie es hier aussieht, ne? So mit den schönen Farben. So leuchti. So. Und damit wäre das Spiel durch. Ich hätte jetzt natürlich auch ein bisschen was zu dem Spiel sagen können. Aber ich habe schon so oft während des Spiels über das Spiel gesprochen, also was mir da gefällt und wie mir das gefällt und warum und wieso und weshalb. Und da haben wir wieder unseren ersten Charakter-Gedöns. Nee, das wollte ich gar nicht. Egal. Normalerweise dürfte der jetzt nichts einsammeln. Ich habe den Controller weggelegt, dann schwimmt er immer an allen Sachen vorbei. Ja, das war Flow. Finde ich, also ich finde es ein ganz cooles Spiel so für zwischendurch mal. Immer mal, wenn man so Bock hat gerade. Mal einfach mal anmachen. Ja, kleines Spiel. Also wirklich klein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel es kostet. Ich werde es wahrscheinlich in den ersten Part in der Beschreibung reinschreiben. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist mal wieder was anderes gewesen. Also so ein Spiel, was wahrscheinlich keiner kennt. Flower wird dann wohl eher jemandem was sagen. Und Journey sagt sowieso dann noch mehr als Flower, denke ich mal, jemanden etwas. Ja, mein
Nächstes Let's Play. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das zeitlich hinbekomme. Mein nächstes Let's Play ist entweder Journey oder ein anderes Spiel, was aber auch sehr kurz ist. Hat aber nichts mit dem Universum hier zu tun. Ich nenne es mal Universum, weil irgendwie hat es ja doch irgendwie... Ist es von derselben, vom selben Entwicklerstudio und irgendwie ist es doch alles das gleiche mit der gleichen Steuerung und so und... Ja. Gut. Dann hoffe ich euch mal... Hoffe ich euch... Jetzt hängt das schon wieder an. Dann hoffe ich mal, dass euch dieses Let's Play, was nicht sehr lang war, gefallen hat. Und dass wir uns dann bei meinem nächsten Let's Play, Journey oder das andere Spiel, dann wiedersehen werden. Ja, bis dann. Tschüss.